Hi Leute, so heute folgt ein weiteres Video zum Thema Abschlussarbeit. Wir haben jetzt hier den 7. November. Ziemlich warm nochmal geworden. Wir haben hier über 12 Grad. Nochmal wirklich perfekt, um Bienen durchzugucken. Tag 21 bei diesem Bienenstand, den nenne ich übrigens Kirschhütte. Der war eigentlich letzte Woche vor, glaube ich, 5 oder 6 Tagen. Das heißt, ich bin jetzt einfach mal ein paar Tage zu spät gekommen. Da aber das nicht so schlimm ist um die Jahreszeit, das ist gar kein Thema. Also die 21-Tages-Rhythmen ab der, sag ich mal, letzten Varroa-Geschichte sind dann nicht mehr so strikt. Da kann man auch mal ein paar Tage vorziehen oder ein paar Tage danach, da eben das nicht mehr unbedingt an die Biologie der Bienen gekoppelt ist, diese Durchsichten. Wenn heute hier alles okay ist bei diesem Bienenstand, dann bin ich erst wieder in den nächsten 6 bis 8 Wochen hier. Und ich hoffe doch mal, dass alles gut ist bei den Bienen. Ist gar nicht so einfach, wenn man die Kamera auf dem Kopf hat. Wie ich ja auch schon sagte, ich bin ja auch kein professioneller YouTuber in dem Sinn. Ich möchte lediglich der Öffentlichkeit mein Wissen teilen. Und mir ist auch ein Anliegen, den Menschen zu zeigen, wie man auch mit den Bienen rund ums Jahr umgehen kann. Last but not least brauche ich auch Geld. Das heißt, ich hoffe, dass wir hier relativ viele YouTube-Abonnenten zusammenkriegen. PS, wenn ich mit YouTube Geld verdiene, liebe Menschen, dann wird dieses Geld genommen, um unser Permabee-Projekt zu finanzieren. Das ist ein Umweltschutzprojekt zum Thema Insektensterben. Wir wollen überall Permakulturen aufbauen. Die Webseite ist permabees.org, mit Doppel-E in dem Fall. Ich würde mich freuen, wenn wir hier, also wenn ihr alle auf Abonnieren klickt, damit wir hier die Insekten auch unterstützen können. Vielleicht erzähle ich doch ein bisschen was. Die Segeberger Kiste gucke ich jetzt durch. Futter haben die genug. Bienenmasse, soweit so gut, auch wunderbar. Ich gucke jetzt als erstes direkt in die Zentralwabe rein, das heißt in die Mitte vom Bienenvolk. Und dann mal schauen, ob die noch Brut haben. Königin ist da. Da war aber jetzt definitiv mal keine Brut. Jetzt gucke ich mir nochmal hier die Nachbarswabe mal an. Auch keine Brut mehr drauf. Okay. Wunderbar. Dieses Bienenvolk ist brutfrei. Königin ist definitiv aber da. Das heißt, ich kann jetzt hier die nächsten Tage mit der Oxalsäurebehandlung loslegen. Vom Bienensitz hier ist ja auch alles ausgezeichnet. Was für ein tolles Bienenvolk. Ja, die wollen mich jetzt stechen. So, bauen wir das wieder zusammen. Wie immer anschieben. Ups, zweiter Stich. Kommt mal vor. Wie immer zusammenschieben, ganz wichtig. Kiste drauf. Mal hier kurz gucken. Okay, also hier gibt es bei dem Volk wirklich nichts weiter zu tun, außer eben die Oxalsäurebehandlung in den nächsten Tagen. Ich muss die erst kaufen, sonst hätte ich das auch gleich machen können. Wobei, zur Behandlung ist eigentlich immer gut, dass entweder abends zu machen oder früh morgens. Ich bin da eher der Fan bei Sonnenuntergang.
weil dann die Bienen sich danach zusammenziehen und auch den Wirkstoff der Oxalsäure gut verteilen können. November haben wir, Verhalten war gut, Vitalität war gut, Entwicklung war gut, Honig haben sie gut eingelagert und auch gut sozusagen transportiert. Propolis lässt sich wie immer um die Jahreszeit nicht mehr bewerten. Ich mache hier die Klammer schräg, dass ich weiß, dass ich dieses Bienenvolk bereits behandeln darf und kann. Nächstes Volk, 2020er Königin, die grüne 41. Vom Gewicht merke ich auch gleich, ausreichend Nahrung drin. Wow, noch ein schöneres Volk. Schön, schön. Auch hier, wir gucken nicht alles durch. Macht um die Jahreszeit einfach keinen Sinn bei so einem schönen Volk. Nur ein kurzer Einblick in die Zentrale des Bienenvolkes. Die sitzt wieder hier in der Mitte. Und da wird nur kurz überprüft. Königin an Bord. Brut noch drin. Wenn ja, ist die Brut belastet oder ist sie gesund? Wow. Hier keine Brut. Hier ist auch keine Brut mehr sichtbar. Können wir die jetzt hier zusammenschieben? Ja, kommt schon raus euch. Jetzt gucken wir die noch an. Da habe ich nämlich auch die Königin langlaufen sehen gerade eben. Hier ist unsere Königin. Die sieht gut aus. Flügel dran, Beine dran. Perfekt sozusagen. Oh, ich mag das nicht, wenn ich Waben reintun. Die Königin ist da am Rand. Die schieben wir mal. Na gut. Sowas kann in der Tat auch mir mal passieren. Jetzt bin ich am Rand abgerutscht. Nicht gut. Eigentlich kann die Königin auch selbst zurücklaufen. Ist mir aber bei der Jahreszeit dann doch etwas zu kritisch. Deswegen hole ich die jetzt wieder aus der Klappe raus. Da ist die gute. Gott sei Dank nur abgestürzt. Und sonst nichts weiter passiert. Zum Glück. So, liebe Königin, dann darfst du wieder hier runter. Komm, in dein Volk. Okay, ihr habt gesehen, den Bienen hat es jetzt nicht wirklich geschadet. Das war jetzt halt ein kurzer Ausrutscher. Ich finde es auch gut, wenn man vielleicht auch zugeben kann, dass auch bei mir mal solche Fehler passieren, dass eine Wabe mal runterfällt. Ich denke, das ist in einem Betriebsablauf auch völlig normal. Ich mache das ja rund um die Uhr. Hab wohl noch einen Kaffee zu wenig gehabt. Aber es folgt jetzt wieder alles gut. Und ich denke, Fehler, wie gesagt, darf man auch zugeben in der Öffentlichkeit. Wem passiert das nicht? Wichtig ist ja, dass man damit auch umgehen kann. Und dass dem Bienenvolk dann letzten Endes auch nichts passiert. Hier möchte ich euch einfach mal das zeigen. Deswegen machen wir jetzt auf. Wir haben hier oben sozusagen das ganze Futterabteil von den Bienen. So sieht eine schöne Futterwabe für den Winter aus. Schön verdeckelt. Der Honig ist flüssig, nicht fest in der Wabe. Ein bisschen Pollen ist auch noch drauf. Das Bienenvolk hat hier ausreichend Futter. Wir sollten uns an ca. 18 Kilo Futtervorrat orientieren über die Winterzeit. Das meiste wird auch erst im Frühling gefressen. Im Winter fressen die Bienen nur wenige Grams pro Tag. Aber wenn die Saison losgeht, sozusagen vor der Blüte, fängt ja das Bienenvolk an, richtig loszubrüten. Circa 3-4 Wochen vor der ersten Blühphase. Und da steigt dann schon dieser Futterkonsum ganz steil an auf die 200-300 Gramm pro Tag. Und geht dann mit Anfang der Mirabellenblüte bzw. Obstblüte kann so ein Bienenvolk dann schon mal recht schnell auf die 500 Gramm täglicher Eigenkonsum kommen. Deswegen wichtig, dass so ein Bienenvolk gut eingefüttert ist. Ich sage immer, das Blödste, was passieren kann,
Was wir im Winter merken, das Bienenvolk hat zu wenig Futter und dann müssen wir rumrennen und gucken, wo wir Waben organisieren. Und ich habe das Problem einfach ausgeklammert, indem ich sage, hey, ich fütter die Bienen so gut ein im Spätjahr, dass ich mir um da gar keine Sorgen machen muss. Verhalten war gut, Vitalität war gut, Entwicklung war gut, Honig auch sehr gut. Und eine Oxalsäurebehandlung mache ich auch bei diesem Bienenvolk, da, wie gesagt, brutfrei in der Sekunde. Klammer schräg zur Markierung. Und let's go, nächstes Bienenvolk. Und das ist das Home Hive, das ihr ja alle schon kennt. Da werde ich nachher auch überall Windeln reinlegen. Also diese Platten hier unten, um die Varroamilben dann durchzuzählen bzw. zu erkennen, ob überhaupt noch da welche vorhanden sind in der kalten Jahreszeit. Wow, also hier auf einen Blick richtig schönes großes Volk, Futter mehr als genug vorhanden. Noch einen kleinen Rauchstoß geben. Hier haben sie uns wieder Wachsbrücken gezogen. Die sind aber diesmal wirklich so gering, dass man da jetzt gar nicht so viel machen muss. Vielleicht ein bisschen abschleifen. Aber die werden das jetzt nicht mehr anpacken. So, mehr muss ich da jetzt erstmal nicht tun. Ups, das war tatsächlich der falsche Eimer. Nicht so schlimm. Wie bei den Segeberger Kisten greife ich direkt ins Herz vom Bienenvolk rein. Die haben noch Brot. Deutlich sichtbar hier in der Mitte verschlossene Zellen und hier an der Seite Eier, Larven und offene Brutzellen. Wir müssen davon ausgehen, dass die mindestens noch 3 Wochen lang Brut haben. Aber man kann es ja so ein bisschen dingfest machen an der Gesamtbienenmasse im Umfeld. Wenn die Völker jetzt so langsam aus der Brut rauskommen, dann wird auch bei diesem Bienenvolk das die letzte Brutphase sein. Und in spätestens 4 Wochen sind die brutfrei. Und gleich mal eine Varroamilbe drauf entdeckt. Also das Volk sieht hier gesund aus. Klar, wer guckt, der findet. Das Varroamilben findet man schon. Aber ich sehe hier keine Gefahr für dieses Bienenvolk. Ich werde jetzt auch nicht behandeln. Und auch hier nochmal, damit das Thema sitzt. Mit Milchsäure komme ich hier nicht dran. Macht keinen Sinn. Weil wir noch Brut drin haben. Für Ameisensäure ist es viel zu spät im Jahr, macht auch keinen Sinn. Brutentnahme macht auch keinen Sinn. Das Bienenvolk steht so stabil dran, auch mit den Milben, dass wir hier die 3 Wochen locker abwarten können, bis die aus der Brut rauskommen. Und dann machen wir eine Oxalsäurebehandlung. Also ich sehe ja mehr als genug Jungbienen, die total fit und gesund sind. Gucken wir uns die nochmal genauer an. Ausgezeichnet. Ja, die Brut sieht auch soweit so gut aus. Wow. Also da ich die Eier gesehen habe bei dem Volk, brauche ich jetzt hier auch nicht weiter gucken nach einer Königin. Mein Job ist hier getan. Ich konnte sicherstellen, dass dieses Bienenvolk genügend Bienen hat, dass die Varroa-Belastung so sich hält, dass wir die Zeit haben zur Oxalsäurebehandlung im späteren Zeitpunkt. Futter mehr als genug vorhanden. Brut und Königin vorhanden, wenn ich es nicht schon gerade gesagt habe. Zettel drauf. November. Kann ich nur Pluspunkte geben, so wie bei den anderen Völkern. Klammer mache ich nicht schräg, weil die haben ja noch, wie gesagt, die Brut drin.
Bis jetzt sieht es so aus, wie wenn hier an dem Bienenstand erst wirklich in 3 Wochen, in 6 bis 8 Wochen wieder da sind. Das war auch hier der letzte 21-Tages-Rhythmus. Die Bienen gehen in Winterschlaf, das tue ich auch. Nächstes Home Hive. Sieht von oben auch schon mal gut gefüllt aus mit Bienen. Bis jetzt, jedes Bienenvolk, wo ich euch hier mit der Kamera zeigen konnte, ist im Winter 100% überlebensfähig. Und die werden zu 100% auch im nächsten Frühling wieder fleißig fliegen und sammeln können. Hier muss ich mal gucken, die Wabe hier kann ich eventuell sogar austauschen, weil sie schon ziemlich weggefressen worden ist. Boah, Wahnsinn. Hier bei uns in Karlsruhe, Baden-Württemberg, ist es doch irgendwie immer ein Ticken wärmer wie im Rest von Deutschland. Fühlt sich gerade an wie Frühling. Selber Rhythmus, ich greife hier rein ins Herz des Bienenvolkes. Ihr seht, wie ich hier arbeite. Keine Biene wird gedrückt, keine Biene kommt zu Schaden. Wow. Alles Altbienen und Winterbienen. Und gleich die Wabe wieder rein. Da gab es nichts zu gucken. Hier haben wir Brut. Selbe Spiel wie mit dem Home Hive hier. Jungbiene mit Belastung. War eine Varroa drauf. Ich erkenne die Jungbienen mit Varroa an ihrem Verhalten. Die bewegen sich auf der Wabe anders da wie eine gesunde junge Biene. Und naja, ich meine, sowas hier ist ja so ganz offensichtlich, wenn die Flügel kaputt sind und die Anatomie zerstört worden ist durch den Biss der Varroa-Milbe während der Metamorphose. Wenn ich sowas hier sehe, ist die Sache auch eindeutig. Auch hier haben wir Bissspuren. Hier ist eine Bissspur. Das heißt, die Bienen haben bereits ihre Brut aufgebissen, um die Varroa selber rauszuholen. Wieder eine Krüppelbiene mit sogar 3 Varroa-Milben am Unterleib drauf. Wow. Okay, ändert trotzdem im Gesamtkontext nicht. Wir haben hier unsere Königin, die ist aktiv. Wir haben ein Bienenvolk, wo definitiv sichtbar noch mit Milben Probleme hat. Aber eben nicht so, dass wir jetzt hier in einen Bereich reinkommen, wo die Varroa das Bienenvolk tödlich verletzt. Wir werden bei diesem Bienenvolk, so wie da hinten, auch die Möglichkeit haben, in 3 Wochen hier zu behandeln. Das war die letzte Brutwabe hier übrigens, ne? Also es geht wirklich nur noch um diese Brutwabe. Aber ich sehe noch Eier drin und Larven. Das heißt, ja, ich muss definitiv hier die 3 Wochen noch abwarten. Wieder eine Krüppelbiene mit Varroa. Nochmal ein Krüppel mit Varroa. Also ein Plus kann ich dem Volk nicht geben, aber wie gesagt, die Bienen können es auch kompensieren. Noch ein Krüppel. Okay, manchmal bedarf es auch einfach etwas mehr Zeit für eine Entscheidung. In der Imkerei ist es wichtig, nicht voreilig zu agieren und sich die Schritte bei seinen Bienen gut zu überlegen. Ich mache jetzt die Königin hier extra weg. Komm, geh wieder hier in dein Volk rein. Ich schüttel die Bienen von der Brutwabe ab. Ich stelle noch mal kurz sicher, dass das auch tatsächlich die letzte Brutwabe war. Hier ist keine Brut mehr drauf. Wie sieht es hier aus? Hier ist auch keine Brut mehr drauf. Okay, das heißt, wir machen eben jetzt hier einen kleinen Eingriff. Ich finde es gut, dass das jetzt passiert ist für dieses Video, weil so kann man auch zeigen, wie man relativ fix
so ein Rohrproblem dann doch mit zwei Handgriffen lösen kann. Anfangs war ich doch ganz begeistert von dem Volk. Bei genauerem Hinsehen habe ich gesehen, okay, da ist schon noch was im Argen. Deswegen habe ich jetzt die Bienen von der Brutwabe abgestoßen. Und eine Möglichkeit wäre jetzt zu sagen, man entfernt die Brutwabe hier komplett, wenn denn die Belastung tatsächlich doch so hoch ist. Hier gleich mal ein ganzes Varroa-Nest gefunden. Hier ist eine angebissene Stelle. Was passiert, wenn die Bienen merken, dass da Varroa drin ist oder ein anderes Problem? Dann fangen sie an, die Zellen aufzubeißen. Eine abgestorbene Biene, die da rausguckt mit Varroa-Schaden. Wow, ganz schön viel Varroa drauf. Hier auch komplett aufgebissene Zelle. Auch mit Varroa-Schaden. Okay, also da werde ich jetzt nicht weiter rumpopeln. Da gibt es eigentlich nur einen richtigen Griff. Wir schneiden die Brut raus. Wenn das jetzt mehr wie eine gewesen wäre, dann hätte ich mich jetzt sicherlich anders da entschieden. Aber jetzt für die Sekunde ist das hier eigentlich die beste Vorgehensweise. Tut dem Volk auch nicht weh. In den 3 Wochen, wo man die Brut hätte drin lassen müssen. Sonst ja, wäre auch gegangen, aber dann hätten wir im Frühling definitiv weniger Bienenmasse drin. Deswegen habe ich jetzt die Methode gewählt. Ich habe jetzt lediglich dem Bienenvolk die einzigste letzte Brutwabe rausgenommen, weil dort einfach viel zu viele Milben saßen. Somit habe ich dem Bienenvolk schon mal den Großteil der Varroa-Milben rein mechanisch entnommen. Und jetzt in der Sekunde haben wir hier ein Volk, wo nicht brüten tut. Ich habe jetzt ein paar Tage Zeit für die Varroa-Behandlung, ab heute genau 5 Tage. Aber wenn die Königin heute Eier legt und in 5 Tagen die Eier schon Larven sind, dann kann potenziell schon die Varroa wieder eindringen. Und wir haben jetzt hier noch ca. 20-30% der Varroa-Milben im Volk auf den Bienen sitzen, die wieder in die nächste Brut reingehen würden. Ich kann jetzt das Volk genau wie die ersten 2 Völker hier oben dann morgen, übermorgen, vielleicht heute Abend schon mit Oxalsäure behandeln. Und damit ist die Sache hier auch schon gegessen. Honigraum wieder drauf. Die haben mir hier gesagt, wir gucken uns die eine Randwabe nochmal an. Weil ich habe nämlich Futterwaben im Auto und für den Fall, dass wir hier wirklich eine ziemlich leere Wabe haben, kann ich austauschen. Aber die Wabe ist nun nicht komplett verdeckelt gewesen. Deswegen sah die von unten leer aus. Ist aber alles gut. Mehr als genug Gewicht vorhanden. Ranschieben. Hier nochmal überprüfen. Da habe ich mich getäuscht. Es war doch die Wabe. Aber ich sehe auch hier von oben schon die komplette Verdeckelung. Von daher mache ich mir hier keine Sorgen. Alles gut soweit. Schönes Volk. Trotzdem kommt über den Winter. Nur einen Unterschied machen wir jetzt hier. Wir haben Bienenbrut entnommen. Und zwar im Oktober. BR für Brut, im November BR für Brut raus. Verhalten war gut, Gesundheit war schlecht, Entwicklung war trotzdem gut. Honig haben sie auch gut gemanagt, beziehungsweise das Winterfutter. Und Klammer schräg für Oxalsäurebehandlung. Was mir jetzt gerade einfällt, weil das ja jetzt schon definitiv feststeht, kann ich doch jetzt hier schon bei Behandlung OX hinschreiben, dann brauche ich das nicht nachts machen. Schön, da wird dann auch bald das Video folgen, wie man hier die Restentmilbung mit Oxalsäure Dihydrat dann macht. Hier auch Oktober, hier November OX. Upsala, Biene, muss ich raus. Sonst frierst du da oben. November OX. Ihr wisst ja, dass man Hagebutten essen kann. Lecker. Na komm, wir fangen von der Seite an, mit den Home Hives.
Boah, Futter auch hier wie immer ausreichend. Hier sind Wachsbrücken, die müssen weg. Sonst laufen wir Gefahr, dass wenn wir das Volk anklappen, dass dann Waben hier verbunden sind. Und dann könnten wir auch das Volk im Winter stören. Die sitzen hier echt schon mal gut drin in ihrer Wintertraube. Alles gut soweit. Wieder eine Wabe raus. Einfach nur der Einfachheit halber. Das Herz vom Bienenvolk haben wir genau hier. So. Ihr wisst ja schon, was ich mache. Königin aktiv, ja, nein. Brut drin, ja, nein. Wenn ja, wie sieht sie aus? Okay, also das ist jetzt auch wieder ähnlich zum letzten Volk. Königin sehe ich gerade, die ist aktiv. Ich sehe die Varroa-Schäden noch. Nach wie vor noch vorhanden. Eine Brutentnahme macht hier keinen Sinn. Das Volk hat einfach noch zu viel Brut. Allerdings ist es auch wesentlich stärker, das Volk, wie das gerade eben. Und je stärker so ein Bienenvolk, desto mehr Milben können die logischerweise auch kompensieren. Hier sind auch noch Milben im Haarkleid von der Biene drin. Nochmal Milben. Okay, gucken wir uns die Jungbiene auch nochmal an. Sieht's bei der aus? Okay, also wenn die Milbenbelastung auf der Biene so offensichtlich ist, dann können wir auch hier mit Milchsäure zumindest den Varroa-Druck runterdrücken. Ich denke, das ist bei dem Bienenvolk doch ganz sinnvoll, weil hier doch sehr viele Milben in den Haaren der Bienen stecken. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch mehr Brut haben, deswegen möchte ich diese eine Wabe der Brut nicht rausnehmen. Ja, guck, also hier sind gerade die nächsten Waben. Das konnte ich mir schon vom Sitz des Volkes einfach mal so herleiten, dass wir hier noch so viel Brut haben, dass ich nicht die Aktion wie bei dem letzten Volk machen konnte. Wenn das nur eine einzige Brutwabe gewesen wäre, dann hätte ich hier ohne Probleme rausnehmen können, Milchsäure behandeln, aber es ist tatsächlich die dritte Brutfarbe. Hier ist nämlich auch noch offene Brut unter der Bienenmasse drauf. Ich sehe jetzt hier bei dem Volk auch keinen Grund, alle Bienen mit der Milchsäure durchzusprühen, aber ich möchte doch, da wie gesagt die Milben sehr offensichtlich auf den Bienen saßen, speziell im Brutwabenbereich, da kann ich jetzt den Varroa-Druck runterdrosseln, indem man hier den Einsatz der Milchsäure kombiniert. Da ich so mit Oxalsäure hier nochmal drüber muss, nicht falsch verstehen, Zuschauer. Ich mache jetzt hier dir nur die Milchsäure, nicht als letzte Behandlung, sondern nur, um den doch offensichtlichen Varroa-Druck zu reduzieren, damit die Bienen bis zur Oxalsäurebehandlung mit weniger Milben leben können. Hier ist die Königin, die bitte natürlich nicht besprühen. Ich habe ganz bewusst jetzt nicht jede Biene mit der Milchsäure durchgesprüht. Milchsäure hat ja auch, so wie jedes andere Behandlungsmittel, die Eigenschaft, dass es eben das Leben der Bienen verkürzt. Deswegen mit Bedacht bitte sowas benutzen. Kiste wieder drauf. Hier oben reingucken erübrigt sich, weil hier ist alles so weit, so gut.
von der Statistik her müssen wir jetzt hier reinschreiben, im November die Milchsäure. Verhalten war gut, Gesundheit war nicht gut, Entwicklung war aber gut, es vollkommen über den Winter. Und sie haben auch wieder mit dem Winterfutter gut gearbeitet und das in die richtigen Ecken verteilt, so wie es eben sein soll. Nächstes Volk. Oh, oh, das geht nicht. Die Bienen, die machen hier nämlich schon die Krüppchenbildung. Und wenn ich die so lasse, dann sterben sie. Ab zum Fluglochmädels. Den stellen wir jetzt einen Stab hin. Dann können die da hochkrapseln noch zum Flugloch. Wenn man die Krüppchenbildung auflöst, dann werden die Bienen sozusagen individuell und haben dann auch wieder ganz schnell das Verlangen, in ihr Volk zurückzufliegen oder zu krabbeln. Wenn es jetzt ein paar Grad kälter gewesen wäre, hätte ich das Bienenvolk geöffnet und die Bienen oben reingeschmissen. Jetzt in dem Fall schaffen die es wieder zurückzulaufen. Hier das Volk da oben sitzt noch gar nichts. Warum? Was ist hier passiert? Sitzen alle unten? Oder ist es doch zu schwach geworden? Also das hier sieht jetzt auf den ersten Blick überhaupt nicht gut aus. Bin ich ganz ehrlich. Aber der erste Blick kann bei Bienen dann doch auch relativ oft einfach täuschen. Weil wir wissen ja nicht, ob die alle unten sitzen. Das hoffe ich nämlich. Ah, hier. Sieht schon mal besser aus. Man merkt, dass die hier eher seitlich orientiert sind. Solche Brücken bitte immer wegmachen. Aber wenn wir mit Oxalsäure behandeln müssen, dann können solche Brücken euch die Behandlung kaputt machen, weil der Wirkstoff auf den Brücken hängen bleibt und nicht zum Bienen kommt. Okay, also hoffentlich geht es hier noch weiter mit der Bienenmasse. Hier geht es weiter, okay. Also die sitzen tatsächlich alle unten. Deswegen konnte ich jetzt von oben auch nicht erkennen, wo das Herz von dem Volk ist. Da blätter ich jetzt halt durch. Ich muss leider reinrauchen, weil da doch sehr viele Bienen mir in die Nase pieksen wollen. Königin ist da. Das Bienenvolk sitzt schon in seinem Wintersitz. Das war die letzte potenzielle Möglichkeit, wo wir hätten Brut sehen müssen. Heißt, dieses Bienenvolk ist okay. Die saßen halt nur alle ganz unten. Bienenmasse absolut ausreichend. Das ist hier eine Fußballgröße, könnte jetzt ein bisschen größer sein, deswegen mache ich bei der Entwicklung kein Plus. Aber das Volk ist so stabil, wie es ist, und da es momentan auch keine Brut hat, können wir auch hier die Klammer schräg setzen und mit der Oxalsäurebehandlung beginnen. Schreiben wir auch gleich rein. OX für Oxalsäure im November. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, die Entwicklung war nicht gut. Der Honig, ne, Entschuldigung, die Entwicklung ist ein Standard. Das Volk hätte einfach nur einen Ticken größer sein müssen, dann hätten sie einen Plus bekommen. Aber ist an sich jetzt erstmal keine schlechte Wertung, ist einfach nur mal ein Standard eben. Klammer schräg, wie gesagt, für Oxalsäurebehandlung. Nächstes Volk. Hier ist die Königin von 2020. Oh, da müsste ich mal noch nachzeichnen. Nämlich die weiße 76. Carnica Hybrid ist die Mutter dieser Königin. Und zwar die weiße Nummer 9. Das wäre beinahe hier weggewischt worden. Das hier ziehe ich auch nochmal nach. 2020er Königin. Okay, der Rest ist noch lesbar. Der Honigraum hier
merke ich in meinem Arm. Ist jetzt der leichteste von allen. Ja, und es sieht auch von unten nicht so voll aus. Aber kommt natürlich im Gesamtbild drauf an, ob ich hier nachlegen muss mit Futter. Hier auch die Wabe, hier sieht so leer aus, die kann ich wahrscheinlich dann austauschen. Aber wie gesagt, nie voreilig gucken. In so einem Bienenvolk gibt es dann doch immer viel zu entdecken, viel reinzufühlen. Wie oft habe ich durch schnelle Beschlüsse doch auch mal Fehler gemacht. Ganz oft ist es auch so, dass wenn man so einen ersten Eindruck hat, eine Aktion zu machen, dass dann eben mit zwei, drei weiteren Waben, die man anguckt, vielleicht nochmal der Gedankengang umgebaut werden sollte. Hier ist die Wachsbrücke. Die nehmen wir raus. In dem Fall esse ich die, weil da Honig dran klebt. Lecker. Noch eine Wachsbrücke. Sind runtergeflogen, macht nichts. Perfektes Bienenvolk. Besser kann es nicht sein. Wenn hier auch brutfrei ist, dann haben die keine Brut mehr. Brutfreies Bienenvolk. Königin sehe ich hier. Letzte potenzielle Wabe, wo die Brut drauf sein könnte. Auch brutfrei. Ausgezeichnet. Auch dieses Bienenvolk kann ich mit Oxalsäure-Rest entmilben. Sehr großes Volk. Und genügend Futter drin, aber wie ich ja vorhin sagte, lieber zu viel anstatt zu wenig. Aber die Randwabe ist hier auch gefüllt, nur nicht verdeckelt. Und wenn ich hier oben gucke, sehe ich auch überall gefüllte Zellen. Okay, machen wir die zu. Futter haben sie genug. Wenn es doch mal knapp werden sollte, kann ich jetzt zum Beispiel von diesem etwas kleineren Volk im Frühling einfach eine Honigwabe hier rübersetzen. Aber ohne Bienen bitte. Die Bienen kommen hier in das Volk. Oxalsäure bald. Plus, 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 plus. Ne, stopp, genau, da war es wieder. Honig ist eben kein Plus. Weil wir gerade gesagt haben, die könnten Tacken mehr. Honig bzw. Wintervorrat gebrauchen. Klammer schräg für die Behandlung nachher. Und jetzt haben wir noch hier zwei andere Modelle. Wieder die Standard-Segeberger Kiste. Ich merke auch hier wieder, Futter könnte ein Tacken mehr sein, was nicht heißt, dass es nicht ausreicht. Ist ja alles hier schön voll gefüllt, aber vielleicht wäre es besser, wenn da nochmal ein, zwei Waben einfach voller wären mit Honig. Das Herz vom Volk haben wir wieder hier. Man muss nicht zwangsläufig eine Wabe rausstellen. Ich kann auch direkt hier reingreifen, dann ist allerdings mein Handlungsspielraum eingeschränkt und ich habe nicht so viel Platz. Okay, gut. Also man sieht halt hier auf den ersten Blick alles voll mit Brut. Ich sehe hier aber x viele Jungbienen, die alle tipptopp gesund sind.
Auf der anderen Seite sehe ich in der Brutfläche drin diese Bissstellen, wo mir als Mensch ganz klar anzeigen, ja, meine Tiere haben hier mal ordentlich durchgeguckt in die Brutwaben. Hier zum Beispiel haben wir eine Bissstelle, haben die Bienen auch schon halb weggefressen. Da war definitiv auch Rohr drin. Aber so das Gesamtbild hier sieht echt gut aus. Die Biene hier ist jetzt ein Verdacht. Hat aber keine Varroa drauf. Nochmal so eine Verdachtsjungbiene. Hat aber auch keine Varroa. Nochmal ein Verdacht. Auch varroafrei. Okay. Königin sehen wir, ist aktiv. Jetzt gucke ich mir nur mal kurz die links-rechts Nachbarsfarben an. Da auch noch Brut vorhanden ist. Ne, also hier ist Pollen, dann brauche ich da gar nicht erst weiter gucken. Pollen ist immer Abschluss von so einem Brutnest. Dann kann es potenziell nur noch die hier sein. Okay, da war Brut. Ich konnte gerade nicht reden, weil mich gerade eine Biene hier in die Lippe gestochen hat. Aua. Ein Mistviech. Okay. Ui, der sticht, der fetzt. Au, au, au. Boah, der tut mal richtig weh. Boah, der zieht. Also ich habe auch einen Stachel noch drin. Ich muss es gleich zu einem Spiegel, um den Stachel richtig rauszumachen. Aber erstmal das voll zubauen. Boah, der fetzt. Halleluja. Das sind die Winterbienen, die haben einfach mehr Bums in ihrem Stachelapparat. Ja, aber der Stachel ist tatsächlich schon draußen. Okay. Nicht so schlimm. Das gehört zum Berufsrisiko sozusagen. So, Bienen ab auf die Platte. Und rein mit euch. So ein Stinkerbienenvolk, ne? Also, wir haben voll die Attacke gefahren. Brut soweit gut, ganz kleines Brut. Das nächste Wabe hat aber auch noch, ist jetzt kein Bedarf hier zu agieren. Kann ich mit der Oxalsäure in 3 Wochen nehmen. Verhalten, Minus, weil jeder Stich ins Gesicht ist bei mir eiskalt Bewertung. Minus, das mache ich nicht mit. Die Gesundheit lasse ich hier neutral laufen, weil wir haben ja gesehen, da ist noch drin Entwicklung plus. Honig auch neutral, weil sie könnten ein bisschen mehr Futter haben, aber auch definitiv ausreichend für den Winter. Kann nur passieren, dass ich hier während der Mirabellenblüte im nächsten Jahr vielleicht nochmal nachlegen muss mit einer weiteren Futterwabe von zum Beispiel einem Nachbarsvolk. Die Bienen hier haben bereits das allerletzte Futter weggefressen. Und die haben ja noch mal richtig gebaut. Das Abschlagen macht man deswegen, weil wir sonst einfach unsere Bienen nicht wegkriegen. Den Rindenmulch, der als Schwimmer fungiert hat, kommt wieder zurück, da wo er herkam. Das wird zu Hause ausgekratzt. Hier muss ich leider die Bienen mit Rauch etwas mehr wegschicken, weil wir müssen diese Brücken hier noch mal abschleifen. Die gefallen mir hier nicht. Die Brücken, die können unsere Behandlung zunichte machen. Nicht die oberen hier, aber alles, was zwischendrin ist, das machen wir weg. Zum Beispiel das da hier. So, die machen wir auch weg. Wenn ich die nicht wegmache, dann kann es mir passieren, dass die Bienen in 2 Tagen das so verbrücken, dass ich mit der Oxalsäure-Träufelbehandlung schlecht durchkomme. Deswegen denke ich vor und entferne die Brückenbildung. Das ist auch gleichzeitig die Wachsgewinnung. Vom Fühlen her fühle ich, dass dieses Bienenvolk in der Sekunde seine Ruhe haben will. Die machen dieses klassische Geräusch mit den Flügeln, Schnarren, kann man es vielleicht übersetzen. Das zeigt mir an, die haben keinen Bock auf mich. Nichtsdestotrotz ist es meine Pflicht, hier reinzugucken. Aber man kann dann ja mit solchen Völkern
noch mal einen Ticken sanfter, was ich so mache. Okay, also hier war schon mal keine Brut drauf. In die Richtung brauche ich gar nicht erst gucken, weil die Waben hier abstaffelnd kleiner werden. Wenn überhaupt, ist hier Brut. Ich sehe die Königin. Die nächste Wabe ist besetzt mit Zucker, also verdeckelt. Dieses Bienenvolk ist dann auch brutfrei, weil auf der letzten potenziellen Wabe, wo wir vielleicht Brut gehabt hätten, ist keine Brut. Dann brauche ich hier nicht weiter gucken. Dann können wir das zusammenschieben wieder. Hier ganz vorsichtig agieren, das sind sehr viele Bienen in der Backe drin. Die Backen, was ist das da hier? Hier war keine, kann ich zusammenschieben. Jetzt sind sie alle draußen. Zusammenschieben. Letzte Wabe rein. Futter haben die mehr als genug. Von der Bienenmasse schätze ich die auf ca. 13.000 Tiere ein. Deswegen kann ich nicht ein Plus in Entwicklung geben. Und plus um die Jahreszeit bei der Entwicklung, das wäre halt ein Bienenvolk, wo Basketball groß ist. Aber wir können hier die Oxalsäure anwenden. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war nicht so toll, aber Honig haben sie ohne Ende gut eingelagert. Deckel zu und Klammer schräg. Also ziemlich cool, hier ist wirklich der letzte Tag gewesen für dieses Jahr, wo man so richtig reingeguckt hat. In den nächsten Videos geht es weiter, allerdings erst in den nächsten 6 Wochen. Ja, hier war nichts. Hier habe ich noch eine Futterschale gesehen, die habe ich wohl vergessen gehabt rauszunehmen. Das erledigen wir jetzt noch. Raus damit, mehr gibt es nicht. Gut, wir haben es geschafft. Bis zum nächsten Video. Ciao.